Susul, hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. So, wir sind hier in der Tierklinik. Ich muss gleich erstmal niesen. Na super. So, ich glaube, jetzt ist es vorbei. So, wir füllen jetzt hier erstmal Futter nach. Ja, ich hatte Pixel eingeladen noch fix. Ich muss noch mal bis zum aktuellen Spielstand spielen. Da sich mein Spiel wieder aufgehangen hat. Und zwar lag das leider an Mochi und Bubbles. Die beiden habe ich jetzt verkauft schon, weil ich einfach sonst nicht speichern konnte und ich musste es austesten, ob es an ihnen liegt. Ja, es lag an ihnen, aber die beiden sind ja schon. Nein, sie sind noch nicht in der Galerie. Ich muss sie noch hochladen. Das könnte ich eigentlich gerade mal eben fix machen. Stopp, warte. So, Bubbles. Doch, doch, stimmt, ich hatte sie doch gestern schon hochgeladen. Ha, natürlich. Also, ich hatte sie gestern schon hochgeladen, Mochi und Bubbles. Wenn ihr sie sucht, geht ihr über meine Hashtag, über meine Konto-ID, KD288, klickt hier auf Erweitert, benutzerdefinierte Inhalte einbeziehen und dann erscheinen die oben. Warum sie benutzerdefiniert sind? Wegen der Augen. So, ja, und ich hatte jetzt hier Pixel mal eingeladen auf das Grundstück. Das Dumme ist nur, wenn ich sie einlade, ist sie keine Streunerin. Und ich will sie eigentlich ungern per Cheat der Familie hinzufügen. Deswegen aber meine Frage, wenn ich jetzt eine Katze erstellen würde für Pico, müsste ich das auch per Cheat machen? Also über den Testing-Cheats mit zur Familie hinzufügen. Dieses Special-Menü kommt übrigens, wenn ihr Shift gedrückt haltet und dann mit der linken Maustaste draufklickt. Das heißt, ich müsste es dann wahrscheinlich sowieso mit beiden Tieren so machen. Jetzt ist die Frage, lieber Pixel, diese kleine schnurrende Maus hier, oder aber wir erstellen noch eine extra Katze für Pico. Weil hier haben viele auch geschrieben, ha, die Ohren dann bitte anders. Ich würde aber sagen, wenn wir die Katze so adoptieren, dann bleibt sie auch so, wie sie ist, denn so, wie sie ist, ist sie süß. Und entweder wir adoptieren Pixel so, oder wir erstellen eine eigene. Und das könnt ihr euch dann im Endeffekt überlegen. Oh, sie ist so süß. So, oh, das ist auch goldig. Knutsch ihn, knutsch ihn. Das sind die einzigen Männer in Fae. Fae steht auf haarige Männer. Und nur auf Männer mit vier Pfoten. Ob sie bellen oder miauen, ist ihr dabei egal. Ja, klar, spiele mal eine Runde Blickblock. Dann können wir mal gucken. Ich will Pixel gerade ungern wecken. Ah, guck, die ist schon wieder wach. Ich würde. Hier können Sie mal kennenlernen. Guten Hunger, Balu. Oh, findest du das nicht toll, dass Balu da frisst? Oh, Pixel. Ich finde den Namen auch so süß. Aber ich möchte dir auf jeden Fall schon mal die Freundschaft anbieten. Ich weiß nicht, ob das dann hier unten dazu zählt. Da haben wir jetzt natürlich auch nur noch 8 von 12 stehen. Da ja Mochi und Bubbles weg sind, raus aus dem Spiel. Aber zählt das jetzt? Nee, das zählt anscheinend nicht. Also wir müssen uns anscheinend dann auch wirklich. Nee, hier Freundschaft anbieten hat anscheinend nicht funktioniert. Und nun? Jetzt hat es funktioniert. Aber es zählt anscheinend trotzdem nicht. Nee, die Freundschaft, wir können immer noch die Freundschaft anbieten. Buggt das jetzt schon wieder? Es ist halt, es liegt nicht hundertprozentig am MCC Commander. Es liegt bestimmt daran, dass ich mehr Sims im Haushalt habe. Na, hallo. Als eigentlich gehen würde, das bestimmt. Aber an sich ist das eine Vielzahl aus Faktoren, die da zusammenkommt.
Aber vielleicht wollte sie sich einfach noch nicht mit uns anfreunden. Ich weiß es nicht. Ja, Bekanntschaft. Ah, wen haben wir hier noch mit Kapuzenshirt? Ist ja auch hübsch. Harley. Harley ist auch irgendwie süß. Aber ich finde Pixel dann goldiger. So. Lasst uns mal nach Hause gehen. Dann können wir ja Pixel auch nochmal zu uns einladen. Und dann weiter an der Freundschaft arbeiten. Den Freundschaftsstatus bekommt man recht schnell beim Tier, habe ich rausgefunden. Selbst ohne das abgeschlossene Bestreben. Schwieriger ist es wirklich, Kumpel zu werden. Das habe ich ja auch nur bei ein paar von den Tieren bislang geschafft hier. Nämlich nur mit denen, die wirklich schon länger auch bei uns in der Family drin sind. Das ist dann schon ein bisschen tricky. So. Wir können ja auch Pixel hier mal hin einladen. Und dann schauen wir mal. Pixel schläft. Ja, ich finde das immer gut, dass das mit den Tieren genauso ist wie mit den Sims. Oh, es sind Kätzchen unterwegs. Stimmt, da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe ja auch Fred und Kitty nochmal verpaart gehabt, weil ich das ja auch in der letzten Folge gemacht hatte, wo uns die Aufnahme abgeschmiert ist. Und es hat anscheinend funktioniert. Popmusik. Und dann nimm dir einen Rest. Obwohl, nee, geh du erstmal aufs Klo und dann kannst du dir immer noch einen Rest nehmen. So. Also hier die Mädels schon wieder. Achtet mal besser auf euch. Unsere kleine Kitty, was hat die uns schon schöne Welpen auf die Welt gebracht? Ja, immer streicheln. Gute Idee. Die Mädels feiern hier wieder zur Musik ab. Hoppala. Oh. Es ist halt echt Emma, unser erster Hund. Sie ist so eine random Mischung ja geworden. Die habe ich ja nie erstellt, die habe ich nie ausgewählt. Die kam einfach so, als ich einen Hund reinpacken wollte hier bei Faye. Und ich fand sie so süß und ich bin so froh, dass wir sie bei uns haben. Lass es dir schmecken. Wo geht sie jetzt hin? Hat sie gerade erst den Hals gedreht, erst den Kopf und dann... Oh! Silver, du bist ja süß. Du kleines goldiges Tierchen, du. Sehr schnuffig. So, hier draußen ist Party. Hier, wir müssen Teppi immer mal noch beibringen. Über Bellen belehren, über Trinken aus... Obwohl, bellen darf sie ruhig. Das will ich gar nicht mal sagen. Sie soll uns nur nicht wecken. Und sie soll aufhören, aus den Pfützen zu trinken. Nee, du, stell das mal irgendwo ab. Du hast so wenig Geld. Wir müssen alles zu Geld machen, was wir kriegen können. Eigentlich hat sie gar nicht wenig Geld. Aber whatever, so. Du könntest rein theoretisch die Taschen mal noch von deiner Wäsche untersuchen. Da steht da irgendwas vor. Ja, dann mach das da hinten. Silver! Oh nein, sie hat Angst vor dem Kamin. Oha, auch armes Emmerlein. Da liegt ja noch ein Haufen Wäsche vor der 63 Simoleons. Hm, nicht schlecht. Sag mal, hier Pico trinkt auch aus der Pfütze. Sind wir hier bei den Hottentotten oder was? Woher kommt eigentlich das Sprichwort? Auch interessant eigentlich, ne? Das können wir bestimmt genau da drin platzieren. Und ab damit in die Waschmaschine. Und
waschen. So. Ich mag das Accessoire-Pack. Ich mag die Sachen, die drin sind. Ich mag das Pack an sich, so vom Inhaltlichen her. Super, wir haben wieder einen Rhythmus, der spottet jeder Beschreibung. Und Emma ist krank. Armes Ämmchen, dann müssen wir gucken, dass wir sie gesund bekommen. Oha, dir geht's ja richtig schlecht. Komm, steh mal auf. Wisch hier mal. Kann sie hier wischen oder ist sie dann... Ja, es geht. Oh, die hat uns ja auf den Teppich gekotzt. Natürlich, damit wir nicht ausrutschen. Sehr umsichtig von dir, Emma. So, die packen wir jetzt in den Trockner, die Wäsche. Und dann sollten wir definitiv Emma mal wecken. Und dann bringen wir sie in die Tierklinik. Das sollten wir auch. Je, jetzt hat sie Flöhe. Sie muss sich übergeben. Hat ein Sumpfmaul und noch eine Lavanase. Alter Falter. Da hat ja Emma richtig in die Vollen gelangt. Ja. Kümmern wir uns jetzt erstmal um das kleine Mäuschen und dann gucken wir mal, was weiter passiert. Ich werde dabei gleich erstmal wieder abspeichern. Sicher ist sicher, sobald wir in der Tierklinik sind. Man weiß ja nie, was noch so kommt. Ich bin da echt mittlerweile vorsichtig geworden. Sehr vorsichtig. Es ist schon so oft, ist mir hier was schief gegangen. Oh, wir hören den Putzrobo. Sehr gut, es hat funktioniert. So, Untersuchung von Emma beginnen. Ich bin mal gespannt, was sie hat. Die arme kleine Maus. Okay. Können wir sie irgendwie... Wir müssen sie noch irgendwie hier unten am Boden beruhigen, oder? Können wir jetzt die Untersuchung beginnen oder fährt der Tisch dann wieder runter? Nee, jetzt geht's. Okay, wir untersuchen den Mund. Ja, sie kostet schon wieder. Und untersuchen definitiv auch Haut und Fell. Brechen, Flöhe, Mundmotten, das volle Programm. Ach, jemine. Du kleine Maus. Ach Gott, sie tut mir so leid. Okay, Projektilrepugnitis, das können wir aber, glaube ich, hier... Nee, können wir nicht. Wir müssen sie zur Chirurgiestation bringen. Das ist was Schlimmeres. Bauchi Krauli Operation. Du sollst hier keine Spritzen in den Magen geben. Oh, es hat auf Anhieb funktioniert und die kleine Maus ist gesund. Hast du toll gemacht. Na, du kleine Tüte. Jetzt will ich doch mal gucken. Nee, das ist keine geeignete Stelle hier. Ja, ich weiß, der Trichter ist jetzt erstmal doof, aber der muss sein.
guck mal hier, wir müssen ein Leidensbild machen von ihr. Oh, meine Nase juckt schon, ich muss ja schon wieder niesen. Was ist los mit mir? Ich bin auch krank. Ich brauche eine Bauchi-Bauchi-Krauli-Krauli-Operation. Oh, kleine Schneckchen. Komm, wir gehen nach Hause. Das ist viel ruhiger, entspannter und gemütlicher als hier in der Tierklinik. Ha? Kleines Dingelchen. Ihr tut mir echt so leid gerade. Ich weiß, es ist nur ein Pixeltier, aber trotzdem, die hat ja wirklich, wirklich alles gerade mitgenommen, was man nur mitnehmen kann. Stellt euch das mal selber vor, man hätte irgendwie, man müsste sich überall kratzen, wenn man irgendwelche Viecher hat an sich. Man müsste sich permanent übergeben, man hätte Fieber noch dazu. Alter Falter. Nicht angenehm. So, jetzt können wir aber doch Pixel mal zu uns rufen, oder nicht? Auch wenn wir sie dann jetzt noch nicht adoptieren wollen. Guck mal da, Pixel wird gleich da sein. Da ist sie ja schon. Oh, sie übergibt sich aber immer noch unsere Emma. Naja, vielleicht noch Nachwirkungen oder so. Oh Gott, warum bist du traurig? Was ist los, kleine Maus? Wir haben ja hier heute nur Problemfälle hier. Ah, guck, da haben wir es geschafft. Mit 9 von 12 Tieren befreundet. Oh, Ämmchen. Und sie ist ja schon wieder... Guck mal, die hat doch immer noch die Flöhe. Hat das nicht geholfen? Aber wir können sie nicht zur Tierklinik bringen. Ach nö, du kleiner Schneckbär. Oha. Gut, dann würde ich mich aber an dieser Stelle erstmal von euch verabschieden und ich hoffe, dass es dann nächste Folge für Emma besser läuft. Dann dürften eigentlich auch die kleinen Kätzchen ankommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bin auch neugierig dann auf eure Meinung. Sollen wir noch eine Katze erstellen oder Pixel nehmen? Ich bin ja tatsächlich eher dafür, dass wir Pixel nehmen und den Streuner von der Straße holen. Vielleicht mache ich in der Zwischenzeit schon mal eine Abstimmung. Ja, ich glaube, ich mache eine Abstimmung auf Instagram. Das heißt, ihr könnt jetzt gar nicht mehr euren Senf dazugeben. Ich nehme ja gerade ein bisschen im Voraus auf. Das heißt, ich habe dann einfach mal am Freitag eine Abstimmung dazu gemacht. Also, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!